Was sollte man machen, wenn sich eine Frau plötzlich distanziert? Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist ihr dann hinterher zu jagen, so wie es die meisten Männer auf dieser Welt irgendwie machen. Aha, 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 nicht hinterherjagen, aber Message schreiben, das ist okay, oder? Und wenn ihr ihr da gleich 100 Nachrichten dann schreibt, so nach dem Motto, hey, was ist denn mit dir, meld dich mal, was ist denn los, dann merkt sie eben, oh, okay, der ist gar nicht cool drauf, sondern der ist ziemlich angespannt. Mhm, nicht cool, mhm, verstehe ich, angespannt, jawohl, aber, verstehe, aber was ist jetzt, wenn eine Frau respektlos mir gegenüber ist und mir schrankt zum Beispiel auf dem Gehweg quasi entgegenkommt, was mache ich dann? Ich hätte ihr nur so ausweichen können, indem ich komplett die Seite gewechselt hätte. Nur so hätte ich ihr ausweichen können. Aber das habe ich dann auch nicht eingesehen, da dann so einen riesen Schwenker zu machen, nur weil sie unfähig ist, mir auszuweichen. Gut, dann müssen wir einfach mal schauen, wer diese Kollision denn besser übersteht. Eher so eine Yacht oder so ein kleines Fischerboot. Und es kam so, wie es kommen musste. Sie lief auf mich drauf und ist dann gegen meine Schulter geprallt und lag danach ausgenockt auf dem Boden. Und ich bin noch da gestanden. Okay. Frau ausnocken. Verstehe ich. Bin ich aber ehrlich gesagt eher scheiße. Hey Leute, ja, wie ihr schon seht, beschäftigen wir uns heute mit einem sehr spannenden Exemplar der Gattung unangebrachte toxische Maskulinität. Oder besser gesagt, mit dem YouTuber, der Gesellschaftskritiker. Seit 2016 auf YouTube, knapp 6500 Abonnentinnen und Abo. Ach, wen lügen wir hier an? Knapp 6500 Abonnenten und nach eigenen Angaben in der Kategorie Education, also Bildung beheimatet. Oder wie er es sagt. Doch bevor wir starten, möchte ich erst noch anmerken, dass das Hemd ziemlich spannend. Ich bin ordentlich trainiert, aber sowas darfst du natürlich nicht sagen, weil das ist sonst Mansplaining. Nein, ist es nicht. Was es aber ist, extrem dämlich. Aber das wäre jetzt Smartsplaining. Sorry, Gesellschaftskritiker. Oder soll ich sagen, Super Extreme, wie du dich vor nicht zu langer Zeit noch genannt hast. Hey Leute, hier ist Super Extreme und heute geht es darum, warum mein Kanal Super Extreme heißt und darum, dass wir eine scheinaltruistische Gesellschaft sind. Oder doch lieber Ledator. So, wir haben hier einen der bekanntesten deutschen Schach-YouTuber, Ledator. Er ist hier beim Kränke Chess Open 2019 und spielt mit. Hey Leute, hier ist Ledator. Hallo Ledator. Nee, ich bleib bei Felix. Ist einfacher. Mensch, wenigstens bei der Sprechgeschwindigkeit hat sich bei ihm etwas positiv verändert. Weniger positiv ist jedoch die Art und Weise, wie er sich auf YouTube gibt. Das ist nämlich nicht nur absurd frauenfeindlich, sehr langweilig präsentiert, sondern auch verschwörungsideologisch aufgeladen. Zensur war mal, das ist jetzt wieder komplett vergessen, beispielsweise, dass mein Kanal durch die Zensur bezüglich Corona massiv geschädigt wurde, meine Reichweite stark eingegrenzt wurde, denn ich musste meinen Kanal fast schließen. Ich habe wegen den Corona-Beiträgen von mir und weil die eben recht kritisch waren, habe ich 2 Strikes bekommen, also erstmal so eine Verwarnung oder was und dann noch 2 Strikes und beim 3. Strike wird der Kanal gelöscht, okay? Beim 3. Strike ist der YouTube-Kanal oder wäre mein YouTube-Kanal weg gewesen, okay? Genau, mein Junge. Die böse Corona-Diktatur hat dich natürlich massiv auf deinem Kanal eingeschränkt. Aber halt, vielleicht müssen wir das so bearbeiten, dass es zu Felix' Stil in seinen Videos besser passt. Also, während der Corona-Pandemie macht Felix auch viele Videos, die stark in die Erzählungsmuster der Querdenker-Bewegung passt. Sprach davon, dass aus einer Matrix auszubrechen ist. Und halt, stopp. Das ist ja unfassbar anstrengend. Wir machen jetzt normal weiter, okay? Okay. Und er sagt in seinen Videos dann zum Beispiel sowas Tolles. Aber klar, 2/3 der Bevölkerung, die sind eben Mitläufer. Ja, die haben da auch kein Problem damit. Ja, die kaufen sich eben dann die entsprechenden Markenprodukte und glauben alles von der Regierung und sind ganz gut Menschen. Ja, genau. 2/3 der deutschen Bevölkerung sind Mitläufer. Und kein Problem haben die damit, diese Lappen. Damals im NS-Regime, da wissen viele nicht,
da gab es auch eine Impfpflicht eine Zeit lang. Und es war da damals sogar so massiv, dass jemand, der sich nicht hat impfen lassen, dass man den erschossen hat. Ja, da gab es mehrere Fälle, wo, oder ich glaube nicht viele, aber ein paar wenige Fälle, wo Leute erschossen wurden. Und das ist richtig, aber auch falsch. Denn im Dritten Reich gab es wirklich eine Impfpflicht gegen die Pocken. Diese wurde jedoch einfach übernommen und ging auf das 1874 erlassene Reichsimpfgesetz von Otto von Bismarck zurück. Die Nazis selbst hatten durchaus ein Problem mit der Pflichtimpfung. Unter ihnen zum Beispiel Julius Streicher, ein führender NSDAP-Politiker, der dagegen Stimmung machte. An ihn persönlich ist ein Schreiben der Reichskanzlei vom 25.06.1934 erhalten. Diese liest sich wie folgt. Der Herr Reichskanzler hat schon vor geraumer Zeit angeordnet, dass Anfragen nach seiner Stellungnahme zum Impfproblem dahin zu beantworten seien, dass er nicht Impfgegner sei. Die Gründe, die den Herrn Reichskanzler zu dieser Anordnung bewogen haben, liegen, wie ich streng vertraulich und zu Ihrer persönlichen Kenntnis bemerke, vorwiegend auf wehrpolitischem Gebiet. Ja, Hitler wollte also geimpfte Soldaten haben. Ich konnte jedoch keinen einzigen Bericht finden, der davon erzählt, dass Impfverweigerer im Dritten Reich erschossen wurden. Zumindest nicht wegen der Impfverweigerung. Aber gut. So viel Recherche für ein Video kann man wohl vom Felix einfach nicht verlangen. Immerhin hat der Mann eben einen anderen Fokus. Ist ja nicht so, als würde er Lehrer werden wollen oder sowas. Ha? Will er? Oh, nach eigenen Angaben soll er Mathematik und Schulpsychologie an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München studieren bzw. studiert haben. Aber ist doch, kein Problem. So jemand möchte man doch gerne in der Nähe seiner Kinder haben. Also dieses Erlebnis oder Ereignis sollte einfach zeigen, dass manche Frauen es brauchen, dass man ihnen zeigt, wo Grenzen sind und dass man sich so gewisses respektloses Verhalten kein Zentimeter tolerieren darf. Als Vater zweier Töchter möchte ich an dieser Stelle eine Sache sagen. Im Namen aller Männer, Entschuldigung für solche Exemplare in unserer Gesellschaft. Was ihr, liebe Frauen, teilweise ertragen müsst, ist wirklich traurig und ekelhaft. Und niemand, wirklich niemand auf dieser Welt braucht diese toxischen Incels aus der Benosphäre. Für alle, die nichts mit diesen Begriffen anfangen können, erstmal herzlichen Glückwunsch. Und jetzt die schnelle Erklärung, was damit gemeint ist. Incels ist ein Begriff aus den USA und ein Kofferwort. Es besteht aus den Begriffen involuntary und celibate, also auf Deutsch unfreiwilliges Zölibat. Und das ist ein netter Begriff für keine Frau fasst diese Männer mit einer Kneifzange an. Das Problem dafür sehen die Incels jedoch nicht bei sich selbst, sondern bei den Frauen. In ihren Augen haben sie ein Recht auf Sex und suhlen sich im Selbstmitleid. Einige schrecken auch nicht vor Gewalt gegenüber Frauen und sexuell aktiven Männern zurück. Huh, Glück gehabt. Ich habe kleine Kinder. Das ist auch eine Form vom Zölibat. Und die Manosphere ist etwas, was man wohl am besten in diesem Video grob anreißen kann, was da so das Gedankengut ist. Und ich bin kein Fan von dicken, großen Schmökern, sondern eher von kompakten Büchern, so wie hier. Ihr seht, das ist relativ schmal. Und für jemanden, der jetzt nicht gerade der große Leser ist, da bietet sich genau dieses Buch an, denn das hat man ratzfatz durchgelesen und trotzdem stehen hier aber viele Informationen auf sehr kompaktem Raum. Genauer gesagt geht es um die ganzen Opfers und Lauchis, die Männer in Alpha und Beta einteilen wollen. Die einen sind quasi Boss und die anderen weniger wertvolle Männer. Und die Männersphäre ist quasi das oben drüber, was alle verbindet und das treibt das Ganze auf die Spitze. Denn dort wird gesagt, aus evolutionären Gründen würden sich Frauen eben ganz automatisch lieber mit Alpha-Männern fortpflanzen wollen und dominiert werden wollen. Wer also Alpha ist, hat auch Samungsrechte. Holy shit, sind das gestörte Leute, oder? Wahnsinn. Einer der Aposteln dieser Gestörtheit ist übrigens Andrew Tate, der es hier auf dem Kanal ja schon mal geschafft hat, nachdem er sich mit Greta Thunberg angelegt hatte. Und wie unser Felix auch, spricht der Tate immer davon, dass man aus der großen Matrix ausbrechen muss. Halt, stopp.
Der Clip. Ein Beispiel dafür, wie die Matrix Druck auf einen aufbaut, sind Verwandte und Bekannte. Denn diese werden sehr schnell sehr negativ reagieren, wenn sie Wind davon bekommen, dass ihr aus der sozialen Programmierung am Aussteigen seid. Wie, er macht sein Studium nicht zu Ende. Wie, er hat die Ausbildung hingeschmissen. Ja, so, der wirft ja sein Leben weg. Also Felix, an der Stelle, wenn du dein Studium abbrichst, ich wäre dir sehr verbunden. Die Vorstellung, dass du irgendwann vielleicht eines meiner Kinder als Lehrer hättest. Nee, danke. Felix ist auf jeden Fall sehr fleißig. Er haut ein Video nach dem anderen raus, teilweise gleich eine ganze Menge innerhalb von nur einer Woche. Das kann er machen, weil er Zeit hat, weil seine Videos nahezu keinen Energieaufwand erfordern. Denn er labert einfach in eine Kamera und anschließend schneidet er so lange diese Sprachfetzen zusammen, bis sein Gesagtes einigermaßen flüssig klingt. Dabei spricht er über Frauen, über die Matrix, über Geld, über die Diktatur in Deutschland und über die Borderline-Erkrankung. Die hatte er aber selber nicht, sondern hatte mal eine Partnerin von ihm. Und weil er sich öffentlich über diese Frau beschwerte, rutschte er es in die Welt der Alpha-Kevins hinein. Hin und wieder findet sich aber auch überraschend anderer Content auf seinem Channel. Ey, was ist denn mit euch los? Ihr steht ja immer noch da. Ihr seid sowas von bemitleidenswert. Ihr seid ja schon wie ein altes Ehepaar. Ja, cool. Wisst ihr, was Mobbing ist? Wenn ein Mann denkt, er ist besser als eine Frau, weil er ein Mann ist. Wisst ihr, was bemitleidenswert ist? Wenn sich Kerle im Internet aufplustern, was für Alphas sie sind und wie schlimm Frauen sind. Aber vermutlich, wenn sie vor einer Frau stehen, kein Wort herausbekommen. Wenn Leute im Netz von Diktatur und Unterdrückung heulen, weil sie auf YouTube Strikes für Gewaltfantasien und Fake News bekommen. Wisst ihr, wer erbärmlich ist? Felix, aka der Gesellschaftskritiker. Und vielleicht hier noch ein Wort an alle, die vielleicht jetzt reingeschaut haben und sich Fragen stellen, naja, wenn der Felix Quatsch labert, wie kann man denn eine gesunde Beziehung führen? Wie kann man einen Partner finden? Ganz einfach. Menschen suchen niemanden, der sie dominiert. Sie suchen keinen Alpha-Mann. Oder was weiß ich. Wir alle suchen nach jemandem, der uns glücklich macht. Und da reden wir nicht davon, Frauen vom Gehsteig zu rammeln, um ihnen die Dominanz von uns zu zeigen, sondern davon, gemeinsam das Leben zu bewältigen und sich dabei auf den anderen verlassen zu können. Und bei der Partnersuche ist es eher abschreckend, wenn Menschen schon die Verzweiflung auf die Stirn geschrieben haben. Denn dann vermittelt ihr nur eine Sache. Ich bin mit mir selbst unzufrieden und brauche jemanden, der mich repariert. Warum sollte jemand das aber wollen? Suchen wir nicht selbst jemanden, der uns besser macht, uns glücklich macht und kein Pflegefall? Also kommt erstmal mit euch selbst klar. Der Rest kommt aus meiner Erfahrung von allein. Aber Felix, dennoch herzlichen Glückwunsch, dass du es bis zu Anja Reschke in die Sendung geschafft hast. Wenn auch als Negativbeispiel. Aber wissen Sie was? Das gibt's auch in Jung. Wenn man die Frauen nur machen ließe und die Männer gar nichts machen würden, nur die Frauen, dann würden wir immer noch im Wald leben. Das ist natürlich auch Frauenhass, sowas zu sagen. Ganz klar, ne? Dass sämtliche Technologien, sämtliche Erfindungen auf die Männer zurückgehen, ne? Dass die Männer alles erfunden haben. Und dass wir das den Männern zu verdanken haben. Aber ganz klar, toxische Männlichkeit. Dieser nette junge Mann, er nennt sich Super Extreme, hat jetzt nicht Millionen Follower, aber er ist nicht allein. Den Beitrag kann ich euch übrigens nur sehr ans Herz legen und ich verlinke ihn euch auch nochmal unten in den Kommentaren, solltet ihr im Detail nochmal mehr über Frauenhass im Netz lernen wollen. Das ist wirklich gut geworden. Und Felix, auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Reboot. Ich heiße jetzt nicht mehr Super Extreme, sondern der Gesellschaftskritiker. Und das hat einfach damit zu tun, dass der Name Super Extreme immer wieder von gewissen Leuten mit NPC-Taktiken in den Dreck gezogen wurde. Da wurde dann so billige Sachen gesagt, wie beispielsweise, ah, du hältst dich doch für Super Extreme toll und deswegen nennst du dich so. Derweil habe ich ja diesen Kanalnamen gewählt, weil es eine Super Extreme positive Wirkung auf den Zuschauer haben. Mein neuer Name ist jetzt der Gesellschaftskritiker und ich denke, der passt auch wie die Faust aufs Auge. Es hätte sich sicherlich auch einige andere Namen gegeben, die auch gut gepasst hätten. Na, welche Namen würden euch denn einfallen? Schreibt sie mal in die Kommentare. Ich bin da schon sehr gespannt, ob wir Felix weiterhin helfen können, so erfolgreich sich selbst im Internet zu präsentieren. Danke fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, wäre es cool, wenn du auch ein Abo und ein Like in Erwägung ziehen könntest. Das wäre zumindest gar nicht so verkehrt von dir und ich
ja, fände ich ganz okay. Vielleicht mehr okay, als Frauen vom Gehsteigen zu rammen. Ja, definitiv mehr okay als das. Und natürlich, wie immer gilt, wenn du noch nicht genug bekommen kannst, schau mal hier herein. Ich habe für dich extra eine Perle ausgesucht aus dem großen Fundus dieses Kanals hier. Und da geht es um Andrew Tate, der sich mit Greta Thunberg angelegt hat. Schau mal rein. Wir sehen uns bald wieder. Bleib untot. Dein Wolfi.